Ahoi Pokebuddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Battle im Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Ich hänge hier ab auf dem Kampfplaza und habe gerade einen Gegner aus Japan gefunden. Diese Person hat die Pokémon Durengard, Meditalis, Butalanda, Knackrak, Stolos und Tohaido am Start. Ich bin dieses Mal mit einem Mono-Kampfteam am Start und ich habe mich für die Pokémon Mega Galagladi, Machomai, Toxicroak, Quartermark, Kobalion mit dem Z-Kristall und Viridium entschieden. Uiuiui, uiuiui, das Team sieht ziemlich gefährlich aus. 5 Pokémon, die eine Mega-Entwicklung einsetzen können. Leider habe ich kein Unlicht-Pokémon dabei wegen Durengard. Ah, für welche 3 Pokémon sollte ich mich entscheiden? Schnellkanscha, Mega Galagladi, Kobalion und Viridium und ab geht's. Auf die schnelle Welle. Ich hoffe, dass die Wahl von mir richtig und vernünftig war. Wobei, richtig wird sich am Ende herausstellen. Ob das vernünftig war, das wird sich gleich herausstellen. Okidoki. Nice. Cooles Outfit. Die Mütze ist nice. Ich frage mich gerade, ob ich die Mütze schon besitze. Ah, ich sollte auch allmählich etwas an meinem Outfit ändern. Besonders die Haarfarbe. In Wirklichkeit habe ich schwarze Haare. Ich hatte auch schon mal rote Haare hier in dem Spiel. Okay, gut. Knagge die Knackrak. Boden, Drache. Beulenhelm, Rauhaut. Und Mega Galagladi ist ein physisches Pokémon. Das bedeutet, wir sollten höchstwahrscheinlich, wenn wir attackieren, 2x Damage abkriegen. Es sei denn, es ist ein Walschal-Knackrak. Naja, mit Erdbeben trifft uns Knackrak nicht sehr effektiv, aber dennoch ist von Knackrak ein Erdbeben heftig. So, wir schauen uns mal kurz den Verteidigungswert an. Boah, 85. Spezialverteidigungswert 135. Initiative 145. Knackrak ist auf jeden Fall schneller, auch ohne das Item Walschal. Was soll ich machen? Kobalion definitiv nicht. Iridium wäre auch gefährlich wegen Gift Heap. Ich würde mal sagen, dass ich doch mit Mega Galagladi erstmal im Kampf bleibe. Ich meine, ich habe Ice Heap und vielleicht kann ich ja Knackrak treffen. Und außerdem möchte ich gerade nicht zu Kobalion oder zu Viridium gehen, weil sie dann einfach mal so, ohne dass sie überhaupt in der ersten Runde bzw. in der Kampfrunde dabei waren, einfach mal Damage abkriegen. Also Kobalion wäre weg vom Fenster. Heftig, aber wir halten das aus. Ja, wir halten das aus. Das hat man gesehen. Und Ice Heap. Let's go. Ui. Das ist es. Rauhaut, okay. Und kein Beulenhelm. Ja, nicey, Micey. Das finde ich gut. Gut gemacht, Mega Galagladi. Ich schaue mir mal nochmal den Verteidigungswert an. Ich will mal gucken, ob sich da irgendetwas geändert hat. Durengard, ja. Das wird ein Problemchen. Schattenstoß und das war's dann mit Mega Galagladi. Gut, dass ich nicht Schwerttanz eingesetzt habe. Oh, okay, der Verteidigungswert hat sich geändert. Eben war er bei 85, jetzt ist er bei 115. Der Spezialverteidigungswert hat sich nicht geändert. Das ist okay. Ja, super. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier im Kampf mit Mega Galagladi geblieben sind und eine Mega-Entwicklung eingesetzt haben. Der Angriffswert hat wiederum 217 Punkte. Ja, da ist das kein Wunder, ne, dass Knacker die Attacke nicht ausgehalten hat. Abschlag. Mann, ich wünschte, ich könnte die Attacke einsetzen, aber du bist so ein Königsschild, Schattenstoß, Durengard, denke ich mal. Kobalion wäre nice. Ja, Viridium nicht so. Ich glaube nicht, dass ich Mega Galagladi für später noch gebrauchen könnte. Boah, wie mir das schwer fällt, den Namen auszusprechen. Okay, ich opfere mein Mega Galagladi hier auf. Ich will mir mal kurz nochmal die Initiative anschauen. Wenn ich die Gelegenheit dazu kriege. Also der Angriffswert hat auf jeden Fall einen Boost bekommen. Hat aber die Initiative auch einen Boost bekommen? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Och, schade, Schattenstoß. Okay, warum auch Königsschild, ne? Königsschild sollte eigentlich jetzt auftreten. Ja. Nicht sehr effektiv. Nicht sehr effektiv, wirkungslos. Bringt das irgendetwas hier mit Viridium in den Kampf zu gehen? Ich denke nicht. Wobei, ich könnte vielleicht ein bisschen Damage machen und den Rest könnte Kobalion übernehmen, wollte ich gerade sagen, ja. Also die Z-Attacke können wir sowas von vergessen. Batalium Z.
Boah, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich könnte die ganze Zeit Schwertanz einsetzen und dann ein bisschen attackieren herab. Ach, ich gehe erstmal zu Viridium. Und versuche ein bisschen Damage zu machen. Also jetzt sollte es Königsschild einsetzen, daher gehe ich auf ganz entspannt auf Gedankengut. Welche Attacken könnte denn Durengard haben, womit es gut viel Damage machen könnte bei Viridium? Stahl? Nee. Geist? Ja, Geist. Doch, Geist schon. Ja. Ich würde mal sagen, ich ziehe das jetzt noch zweimal vielleicht durch. Gedankengut, damit wir mindestens etwas... Ja, damit wir etwas mehr Damage machen als jetzt. Okay, der Spezialverteidigungswert von Viridium ist sowas von geil. Ich wünschte, in diesem Fall wäre der Verteidigungswert auch gut, aber was soll's. Fähigkeit Redlichkeit. Wird es von einer Unlichtattacke getroffen, meldet sich sein Sinn für Gerechtigkeit zu Wort und sein Angriff steigt. Nice. Gut. Also da sollte jetzt eine Attacke von Durengard kommen. Wobei, ich glaube, ich attackiere und danach setze ich Gedankengut ein. Aber was bringt das mit Gigasauger? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich glaube, ich ziehe erstmal hier Gedankengut durch. Gedankengut können wir ja 6-mal insgesamt einsetzen. Aber ich würde mal sagen, 3-mal reicht fürs Erste. Ich meine, der Spezialangriffswert und der Spezialverteidigungswert. Ja, beide Werte sind jetzt um 2 Stufen gestiegen. Eisenschädel, okay. Geht nicht daneben. Oh. Der Damage ist nicht wenig. Nee. So. Ich setze jetzt definitiv nochmal Gedankengut ein, weil ich davon ausgehe, dass der Gegner jetzt Königsschild einsetzen wird. Weil jetzt wäre das eine verschwendete Runde. Okay, gut. Alles klar. Das hat sich gelohnt, hier nochmal Gedankengut einzusetzen. Danach gibt's aber Gigasauger, Kollege. Die Überreste tun gerade sowas von gut, Leute. Die tun sehr gut. Och man, ey. Ich bräuchte Fensteraura oder Abschlag oder sonstiges. Hauptsache Unlicht. So, jetzt gibt's erstmal Gigasauger und jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Na, das Gute daran ist an der Attacke, dass wir etwas... Ja, dass wir einige Kraftpunkte zurückkriegen, ne? Das ist gut. Und wir haben ja auch noch Überreste am Start. Ich sollte mal dem Viridium ja ein oder zwei oder dreimal das Item AP Plus geben, damit wir Gigasauger etwas mehr einsetzen können. Boah, heftig. Was für ein heftiger Damage. So, denkt der Gegner jetzt, dass ich auf Gedankengut gehe, weil ich davon ausgehe, dass er nochmal Königsschild einsetzt? Oder wird er attackieren? Schattenstoß. Ja, Schattenstoß könnte der Gegner jetzt machen. Deswegen gehe ich auf Gigasauger. Schattenstoß könnte der Gegner tun. Tut er aber nicht, das gibt's nicht. Mist! Hier hätte Gedankengut auf jeden Fall gut getan. Ja, Leute, das ist ein bisschen knapp. Anscheinend hat mir, ja, anscheinend hatte ich keinen Mumm gerade. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären kann. So, jetzt sollte ich aber definitiv Gigasauger einsetzen, weil sonst haben wir ein Problem mit Eisenschädel. Oh, war das ein Volltreffer? Das wäre heftig. So, Eisenschädel. Oder? Ja, Eisenschädel, definitiv. Jetzt lohnt sich Schattenstoß. Mist, ich habe da ein bisschen zu früh gehandelt. Oh, okay, Eisenschädel hat mich komplett KO'd. Jawohl. So, jetzt gibt es erstmal hier Königsschild, ne? Dann gibt es von unserer Seite aus die Attacke Schwerttanz fürs Erste. Uiuiui, der Kampf ist heftig. Der Kampf ist heftig. Ich setze auf jeden Fall Schwertanz ein. Oh, sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Tut mir leid. Wobei, ich könnte auch Eisenschädel einsetzen. Ich weiß, die Attacke trifft zwar nicht sehr effektiv, aber Durengard könnte zurückschrecken. Sehr schön, der Angriffswert ist stark gestiegen. Da sollte jetzt auf jeden Fall eine Attacke kommen. Könnte jetzt auch eigentlich Schwerttanz einsetzen, ne?
Aber egal. Ich hoffe, er schreckt zurück. Mist. Er schreckt nicht zurück. Er schreckt einfach nicht zurück. Oh, Sanktoklinge. So ein Durengard bist du also. Mist. Also ich setze auf jeden Fall nochmal Schwertanz ein. Der Gegner wird definitiv Königsschild einsetzen. Ich meine, Schattenstoß bringt hier nichts. Aber ich finde das gut, dass ich so oft gegen Durengard kämpfe, weil allmählich checke ich Durengard. Ist schon ein 30. Pokémon. Kein Wunder, warum es ein Juba-Pokémon ist. Es kann den Kampf sowas von in die Länge ziehen. So. Jetzt wirst du definitiv Schattenstoß einsetzen, damit du wenigstens noch ein bisschen Damage machst, ne? Das wäre sowas von logisch. Hä? Wartet mal. Hat er nicht gerade eben schon Königsschild eingesetzt? Och nee, ne? Hä? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Entweder lag das an meinem Redefluss oder Durengard hat zweimal Königsschild eingesetzt. Hä? Alleine schon, ey. Wie heftig das ist. Mein Angriffswert ist gerade um 2 Punkte gesunken. Das ist heftig. Brutalanda. Okay, alles klar. Erdbeben. Brutalanda wäre gefährlich. Ah, Bedroher. Heftig. Das geht hier sowas von ab. Na, immerhin. Eine Stufe ist noch da. Plus 1. Okay. Steinkante. Oh, wenn ich nur treffen könnte. Ich hoffe, Treffer ist drin. Ich hoffe, Treffer ist drin. Ich hoffe, der Treffer ist drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Brutalanda damit auch direkt KO'en würde, aber der Damage wäre gut. Ich meine, wir sind wenigstens noch auf plus 1. Um 3 Stufen gesunken. Oh, Mega Brutalanda ist schneller. Okay, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Das halten wir auch nicht aus. Aber ich frage mich gerade, ob das ausgereicht hätte, Leute. Kobalium gegen Mega Brutalanda. Plus 1 im Angriffswert. Steinkante. Meint ihr? Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn Brutalanda die Attacke noch vielleicht mit ganz wenigen Kraftpunkten ausgehalten hätte. Aber schade, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich hier und da mal gewisse Moves anders gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht noch als Sieger aus dem Kampf herausgehen können. Aber ich bin der Meinung, dass der Kampf dann noch ja, unterhaltsam und nice war. Ich meine, 3 gegen 3 am Ende des Tages hatte der Gegner nur noch ein Pokémon und nicht nur noch ein Pokémon. Und ja, ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare, Leute. Ich lerne sehr gerne von euch. Gebt mir gerne Kritik oder Feedback, wie ihr Bock habt. Ansonsten schaut gerne bei mir auf dem Discord-Server vorbei, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt oder so. Oder schreibt es hier in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.